Moin Leute, jetzt wird's ernst und zwar geht's an das erste Playdate ran. Das wird morgen um 18 Uhr stattfinden. Ich wurde jetzt schon öfters gefragt, wie das alles ablaufen soll. Und zwar habe ich einen recht einfachen Plan, will ich mal behaupten, dafür erstellt. Den könnt ihr hier sehen. Und zwar zuerst, als allererstes, sucht ihr Gymrate-Studio auf Facebook. Und ihr könnt uns liken, wenn ihr wollt. Muss nicht unbedingt sein, aber dann bekommt ihr ja die Benachrichtigung, sobald wir eben den Code rausstellen, um den es sich schlussendlich dreht. Und zwar wird der ab 15 Uhr ungefähr auf unserer Seite veröffentlicht. Diesen Code gebt ihr dann per Xbox Live-Nachricht an mich weiter. Also mein Xbox Live-Gamer-Tag ist, ja, ich weiß, der Name ist ultra schwul, Reaper 1996. Ich bin 16, Überraschung. Das habe ich auch schon mal klargestellt, aber ich werde keine Freundschaftsanfragen annehmen, einfach weil mich das dann komplett platt machen würde und dafür habe ich leider keine Zeit. Ihr habt also ungefähr 3 Stunden Zeit, uns eine Nachricht zu schicken, bis es dann schlussendlich losgeht. Wenn ihr das verpennt haben solltet oder eure Nachricht eben später ankommt, wir haben später auch noch Zeit. Das heißt, je nachdem, wie groß die Nachfrage sozusagen ist, machen wir dann noch später weiter und können auch zum Beispiel Nachrichten annehmen, die jetzt um 19 Uhr oder so gesendet wurden. Keine Ahnung. Aber grundsätzlich gilt das Prinzip, wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Das heißt, die Nachrichten, die als erstes kommen, werden auch dementsprechend zuerst drankommen. Aber eine kleine Notiz, es bringt nichts, wenn ihr uns 100 Nachrichten schreibt, weil wir passen schon drauf auf, wer uns die geschrieben hat. Und dementsprechend werdet ihr dann auch nur einmal drankommen, wenn die Nachfrage nicht so groß sein sollte und wir noch ein bisschen Zeit übrig haben. Vielleicht sogar mehrmals. Wie schon gesagt, um 18 Uhr fängt es dann eben an. Und zwar bitten wir euch dann schon in Reach drin zu sein. Also ihr müsst nicht grundsätzlich in der Lobby jetzt verkrampft warten, bis wir euch einladen. Ihr könnt ja genauso gut schon in ein Spiel, keine Ahnung, reinjoinen, mal ein paar Multiplayer-Spiele spielen, vielleicht mal die Kampagne spielen oder so. Und je nachdem, wenn unsere Einladung kommt, dann solltet ihr die aber recht schnell bitte annehmen, dass die Lobby dann eben nicht zu lange auf euch warten muss. Wir spielen dann 2 Runden, je nachdem. Ich dachte mehr an Objective Games, also sowas wie zum Beispiel Oddball oder King of the Hill. Aber das können wir dann ja mit euch morgen in der Lobby nochmal entscheiden und je nachdem werden wir uns auch richten. 2 Spiele habt ihr eben sozusagen mit uns Zeit. Danach müssen wir die Lobby eben leider wechseln. Und falls ihr in der Zeit nicht drankommen solltet, es ist so auf knapp 4 Stunden, denke ich jetzt einfach mal ausgelegt. Es werden noch weitere Playdates folgen und wir nehmen dieses dann eben auch auf und posten dann die Highlights im Nachhinein eben nochmal auf YouTube. Also ihr kommt dann auch in einem Video vor. Wichtig dafür wäre logischerweise, dass ihr ein Headset habt, dass ihr auch mitreden könnt, dass wir uns vielleicht sogar absprechen können oder was auch immer. Ist aber nicht grundsätzlich notwendig, also je nachdem, ob ihr jetzt reden wollt oder nicht. Falls ihr spontan noch irgendwelche Fragen dazu habt, schreibt sie bitte möglichst schnell in die Comments, dass ich darauf antworten kann, weil ich habe morgen wieder einiges zu tun vor 18 Uhr. Aber ich hoffe mal, dass ich euch dann ein bisschen darin aufklären kann und dass es dann morgen ganz gut zustande kommt. Ich freue mich auf euch, wir sehen uns hoffentlich morgen. Nicht vergessen, ganz einfach den 4 Schritten folgen und die Nachricht dann eben an mich schicken und ja, wir sehen uns. Ciao.